Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In diesem Video geht es um eines meiner absoluten Lieblingsthemen und die Frage, die mir in letzter Zeit von euch am häufigsten gestellt worden ist. Wie sieht das eigentlich aus mit dem Datenschutz, Homeoffice und dem Amazon Echo zusammen? Passt das zusammen? Kann ich meinen Homeoffice-Arbeitsplatz neben meinem Amazon Echo führen? Oder muss ich da etwa etwas beachten? Genau um diese Frage soll es heute gehen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß dabei. Die Frage ist definitiv berechtigt und das war eines meiner Lieblingsthemen auch schon in der Vergangenheit. Wie sieht es eigentlich aus mit Datenschutz, den intelligenten Sprachassistenten Amazon Echo und Co.? Und genau mit dieser großen Frage Homeoffice und Amazon Echo hat sich jetzt einer der größten britischen Anwaltskanzleien beschäftigt oder beschäftigen müssen aufgrund der aktuellen Situation. Denn es ist tatsächlich so, dass mittlerweile gerade aktuell viele, viele Leute im Homeoffice sitzen und die meisten sich da schon home-mäßig, natürlich smart-home-mäßig ausgestattet haben. Das heißt, die intelligente Sprachassistenz bei vielen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen schon gar nicht mehr zu Hause wegzudenken ist. Und da gab es jetzt das knallhart Urteil sozusagen dieser Anwaltskanzlei. Die hat ihren Mitarbeitern tatsächlich vorgeschrieben, dass man den Amazon Echo Speaker doch bitte auf stumm schalten soll oder ganz ausstecken soll, wenn man tatsächlich vertrauenswürdige Gespräche am Homeoffice-Arbeitsplatz führt. Inwiefern uns das jetzt tangiert, ist jetzt die ganz, ganz große Frage. Nämlich, es geht tatsächlich so weit, dass man sicherlich sehr, sehr vorsichtig sein muss, weil natürlich unsere intelligenten Sprachassistentenfreunde immer mal gerne zwischendurch mithören. Das wissen wir. Angeblich gilt das natürlich auch nur der Optimierung, der internen Optimierung und vor allen Dingen des Lernprozesses der intelligenten Sprachassistenten. Allerdings ist es auf der anderen Seite immer noch nicht 100% geklärt, inwiefern diese Daten dann dauerhaft gespeichert werden und tatsächlich dann auch ausgewertet werden können. Weshalb natürlich die Empfehlung immer sein muss, wenn ihr viel telefoniert vom Homeoffice-Arbeitsplatz, es werden vielleicht empfindliche Daten dort ausgetauscht, ihr sprecht über Kontendaten etc., dann vielleicht doch vorher kurz nachzudenken und die intelligente Sprachassistentin auf stumm zu schalten. Das ist sicherlich der sicherste Weg. Natürlich betrifft das nicht die Personen, die jetzt nur von zu Hause arbeiten, stumm arbeiten, überhaupt nicht telefonieren, sondern reine Computertätigkeiten durchführen. Da braucht ihr euch meiner Meinung nach überhaupt keine Gedanken zu machen. Nämlich das wird definitiv dann nicht übertragen. Was natürlich eine super Geschichte ist, ist, dass die meisten unserer intelligenten Sprachassistenten, natürlich vorrangig auch hier der Amazon Echo, mittlerweile mit zahlreichen, ich möchte mal Datenschutzfunktionen ausgestattet worden sind. Beispielsweise die neue Show-Generation, ganz, ganz groß natürlich beim Show 5 mit dieser Piratenklappe, da kann man sogar die Kamera zumachen und alle haben sie natürlich auch den Silent-Button, das heißt, ihr könnt überall das Mikrofon deaktivieren und dadurch geht das auch richtig schnell. Was mir so ein bisschen zu weit geht bei der Geschichte, ist tatsächlich das komplette Ausstöpseln dann des Gerätes. Das finde ich absolut unnötig, nämlich es ist absolut auch wissenschaftlich erwiesen, dass das reine Deaktivieren des Mikrofons tatsächlich auch wirklich die Mikrofone deaktiviert und diese dann nicht mehr zu aktivieren sind, außer man drückt den Knopf wieder und dann ist das Ganze wieder offen geschaltet. Das ist meine Meinung dazu. Wie seht ihr das Thema Homeoffice, Datenschutz und vor allen Dingen intelligente Sprachassistenz? Macht ihr euch darüber einen großen Kopf oder sagt ihr ganz im Ernst, wir haben derzeit ganz andere Probleme, Hauptsache der Laden läuft? Schreibt mir das einmal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Freue mich natürlich auch, wenn ihr mir hier ein Abo dalasst, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand, was Technik, was Smart Home News angeht. Mehrfach die Woche gibt es alle News, Reviews, Tests und so weiter exklusiv als Video hier auf meinem Channel für euch. Deswegen lasst ein Abo da, dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand. Bis dahin wünsche ich euch viel, viel Spaß mit der Technik. Bleibt vor allen Dingen gesund, Leute. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch und freue mich vor allen Dingen auch auf eure Kommentare. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Ciao.